So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins, beziehungsweise keine weitere Folge, sondern eine weitere Session. Ja, nachdem ich ja die erste Folge gestern aufgenommen hatte, geht es jetzt direkt im Anschluss weiter. Für euch ist es dann aber wahrscheinlich sogar erst der nächste Tag. Wir haben jetzt unseren wunderbaren Adler hier auf dem Arm sitzen und starten jetzt mal die erste Nebenquest. Und da heißt es, wir sollen für einen Brustschutz weiches Leder finden. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wir müssen... Bayek! Ich brauche Hilfe bei den Anfragen auf meinem Tisch, wenn du Zeit hast. Natürlich, wir haben immer Zeit. Und dafür müssen wir natürlich Tiere jagen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was der gute Herr hier möchte. Verfügbare Quests. Ach, guck mal hier. Wasserratten und Familienzusammenführung aber hier. Banditen haben eine wichtige Quelle übernommen und erpressen die Bauern, die dringend Wasser benötigen. Wir akzeptieren einfach mal beide. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Oh ja. Kerimun. Er würde nicht aufgeben. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Das werden wir dann uns auf jeden Fall zu Gemüte führen. Jetzt aber als allererstes mal die Quest mit den Tieren. Wir müssen Tiere jagen. Was ist das? Schöne Fragezeichen. Was ist hier? Versteck, Nebenquest, Stufe 3. Das Eisenschmieden. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo kriegen wir denn jetzt Leder her? Oder welche Quest haben wir denn momentan aktiv? Wir haben die hier momentan aktiv. Stelle einen Brustschutz her. Um es besser auszustellen, herzustellen. Okay. Auf der Karte wird uns also aber nicht angezeigt, wo wir dafür hin müssen, oder was? Die Heilerin, ebenfalls eine Nebenquest. Siva. Nee. Okay, wird uns das jetzt ernsthaft nicht angezeigt? Doch, muss ja eigentlich. Wir brettern mal hier zu dem Fragezeichen. Neue Herstellungsmaterialien zu finden. Ach, krass. Bewege das Fadenkreuz, um weiches Leder zu finden. Drücke A, um es zu verfolgen. Ach, was. Der transportiert Holz? Okay. Alles klar. Aber das Ding ist, müssten wir dann, finde ich, eigentlich erstmal ein bisschen weiter raus. Da vorne ist weiches Leder. Hier. Okay. Da. Jetzt frage ich mich nur gerade, wir müssen doch da auch noch hin. Wir werden doch bestimmt nicht dahin teleportiert, oder? Schwebemodus, Markierung setzen. Können wir jetzt hier wieder raus? Und haben das dann quasi markiert, oder was? Tatsächlich. Alter Schwede, das ist voll gut. Was? Das ist mir echt mega nice. Feier ich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Finde ich extrem cool. Mit diesem Vogel. Moin. Konnichiwa. So. Entschuldigung, ich muss da mal gerade passieren. Aufpassen, dass die uns da noch umrennen, die Herrschaften. Okay, da vorne haben wir Leder. Pass auf. Wie kann man denn in den... Wie gehen wir denn in den Schleichmodus? Mein Gott, halte mal den Mund. Ich bin ja am Jagen, Digga. Okay, ganz langsam. Ich will das Tier nicht töten, Mann. Boah, krass. Alter, der Vogel. Einfach mal kurz angeditschen, schon ist das Vieh down. No, jetzt tut mir das voll leid. Okay, wir müssen noch einen finden. Was haben wir? Nach oben drücken, ne? Genau. Was haben wir da unten? Ist. Okay. Na, dann kümmern wir uns doch direkt mal drum. Ladies and Gentlemen. Okay, wir brauchen ja nur einen töten diesmal, ne? Nicht beide gleich. Zack. Okay. Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd.
Okay, geh zum Bereich der Herstellung auf der Ausrüstungsseite, um deinen Brustschutz aufzurüsten. Herstellen. Warte, Legende. Fähigkeiten, Inventar. Ist das nicht? Ausrüstung. Wo haben wir denn hier? Montur? Rüstung. Wo ist denn die Rüstung? Ah, hier unten. Guck mal. Brustschutz. Erhöht die Gesundheit. Benötigte Materialien 5 von 5. Herstellen. Bam. Yeah. Brustschutz erhöht. Sehr, sehr nice. Und die Quest dürfte abgeschlossen sein. Das wird perfekt passen. Yeah. So. Also, jetzt haben wir die bessere Rüstung. Jetzt können wir mal gucken, was wir noch für Quests haben. Wir haben ja noch jede Menge Krams hier zu erledigen. Wasserratten. Stufe 3 ist empfohlen. Familienzusammenführung. Machen wir das hier zuerst. Weil hier sind wir 305 Meter nur weg. Finde die Amanai-Höhle in den Bergen. Okay. Finde dein Ziel. Zeig den ungefähren Aufenthaltsort deines Ziels an. Erreiche dieses Gebiet mit Bayek oder Zenu. Okay, 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 okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann direkt mal, ne? Wir rufen mal gerade unser Pferdchen. Also ist ja in dem Fall kein Pferd, ist ja ein Kamel, aber... Ja, wo ist denn... Wo ist das störrische Mistvieh denn? Mein Gott. Okay, wir ziehen ohne Pferd los. Wir können da ja mit großer Sicherheit hochklettern, denke ich jetzt einfach. Mal gucken. Aber eigentlich müssten wir da easy peasy hochkommen. Mal sehen. Hm. Ah, doch. Sieht gut aus. Hier die Canyons emporklettern. Krass. Und wir müssen ganz da oben hin. Ja, wir könnten jetzt den Vogel rufen. Machen wir einfach mal, um das Ziel zu finden. Ah, da vorne ist es. Okay. Okay, vielleicht dann mal ein bisschen schneller mal gucken, ob wir hier noch irgendwas an Feindseligkeiten sehen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? Ja, doch. Ich glaube, damit kann man erstmal arbeiten. Wow. Okay, man kann auch Schaden kriegen, wenn man aus zu hoher wenn man zu hoch runterspringt, dann kann man auch Schaden kriegen, Tobi. Das ist, macht Sinn, ne? Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Okay. Es sind so viele von denen. Cat? Bist du das? Hä? Was machst du da? Bayek! Du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. Okay. Ja, dann wollen wir doch die Banditen mal, dann wollen wir denen nochmal eine richtig fette Lektion erteilen, oder? Schlagt alle Bauern zu Brei, Männer. Sie sollen wissen, dass wir es ernst meinen. Wie kann ich mich nochmal ducken? Ah, B, ist klar. Wenn ihr diesen Bauern noch mal seht, bringt ihn zu mir. Ich will ihn befragen. Okay, aber das Problem ist, wenn wir sowas switchen, sehen die uns. Okay, er kommt aber jetzt her. Das finde ich ja super. Ach nee, der verpisst sich. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Sie werden schon zahlen. So. Na, Brudi, Habibi. Zack. Okay, den hätten wir schon mal. Wir kümmern uns, glaube ich, erstmal um die ganzen Typen hier oben. Okay. Oh shit. Ja, der sieht uns. Hat ja gut geklappt. Okay, der hat uns aber tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, der hat uns gesehen. Alles klar. Kotz mich mal. Mehr. Mit dem scheiß Schild. Wo ist er? Ah, der ist down. Alles
klar. Ist die, wo wir sind? Ja. Ist sie. Werde besser. Oh, krass. Adrenalin. Digga. Leg dich nicht mit mir an, Mann. Arschloch. Och nö, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Warte mal. Okay. Nein! Oh. Krass, wir liegen einfach mal fett mit unserem Dödel auf seinem Arsch. Kacke. Okay, wir machen das aber nochmal. Wo ist die verkackte Höhle? Okay, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Vor allem... Ich weiß nicht, irgendwie... Wo ist denn die Höhle? Hä? Oh, du hättest hier Arsch, Geier. Sind wir jetzt ganz oben gespawnt? Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal. Oder sind wir... Ach, warte mal. Hier. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Kann das? Ich glaube, wir sind einfach nur gegenüber gespawnt. Kann das sein? Ich hoffe es. Naja, das raff ich jetzt nicht so ganz. Da ist die Höhle. Alles klar, es geht auch von oben rein hier. Okay. Okay, der Fakt, der hat einen Helm auf. Können wir die beide gleichzeitig irgendwie töten? Kann man keine Sprungangriffe und sowas mehr machen? Warum das denn nicht mehr? Na du Spacken. So. Okay, wir gehen mal kurz zur Entdeckung. Ich weiß nicht, ob die anderen uns auch noch mitbekommen haben. Das habe ich jetzt gar nicht so ganz kapiert gerade, aber es ist egal, ist egal. Es hat ja einigermaßen geklappt. Wir looten mal gerade. Zack. So. Achso. Nee. Nicht tragen, Digga. Hier, schmeiß sie wieder hin da. Komm, die brauchen wir nicht. Ah, dass man so eine Sprungangriffe und sowas nicht mehr machen kann, finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, oder kommt das vielleicht noch? Kann natürlich gut sein. Wenn ihr diesen Bauern nochmal seht, bringt ihn zu mir. Ich will ihn befragen. Ach doch, warte mal. Doch, da war gerade was mit Niederschlagen. Alles klar. Okay, das geht wohl doch noch. Warte mal. Wie ist es denn? Wenn wir den hier unten holen. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen. So. Okay, wir gehen mal wieder nach oben. Tschüss. Ne, jetzt müsst ihr nämlich erstmal da hoch. Oh ja, wo kommt der denn her? Ja, moin. Hallo. Krass. Oh, der ist sofort tot gewesen. Ach krass, wenn man die von hinten trifft. Au. Ey, hör mal auf. Digga. Boah. Alter, dieses neue Kampfsystem, ne? So, den erstmal. Bam. Nein. Boah. Da kommt ja noch einer. Ja, leck mich doch im Arsch. So, hier, komm. Jetzt gibt's Adrenalin vom Feinsten, Digga. Hä? Seid ihr doof? Komm ich halt zu euch runter. Ja, auch scheißegal. Bam. So einer bist du also. Ich glaub's ja wohl nicht. Bams, zwischen die Klöten. Alter.
Okay, also das neue Kampfsystem ist wirklich... Oh, oh. Nein, nein, ich bin nicht hier. Das neue Kampfsystem ist wirklich sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig. Es sind so viele von denen. So. Okay, was macht der da unten? Oh shit. Nein, hey, ich konnte die doch gerade niederschlagen. Warum nicht mehr jetzt? Bam. Und komm, nochmal. Boom. Tschüss. Okay, hier haben wir eine fette Kiste. Aber wir hatten, glaube ich, oben, glaube ich, hatten wir auch noch eine Kiste, ne? Ups. Und zwar hier hinten in der Ecke irgendwo. Da haben wir erstmal einen Pfeilköcher, den nehmen wir erstmal mit. Also die Pfeile davon. Ah, ist voll. Okay, okay, okay. Aber da hinten haben wir noch eine schöne Kiste. Guck mal, die nehmen wir doch auch mal mit. Da. Zack. Plünderung im Gange. Ah ja, gut. So. Wen wolltest du? Das war's. Na also. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. Oh, ich wollte ihn gar nicht tragen, verdammt. Yeah, wir haben Stufenaufstieg. Und da können wir dann gleich mal gucken. Oder? Naja. Ah, so, wir haben die Amanai-Höhle erfolgreich befreit. Jetzt können wir nochmal gucken. Da vorne haben wir noch ein schönes was zum Looten. Das nehmen wir noch mit. Ah, das ist wieder nur Pfeil und Bogen. Okay. Ich wollte gerade hinten nochmal gucken. Nur nochmal kurz auf Nummer sicher gehen, dass hier nicht doch noch was ist. Ja, siehst du nämlich? Da ist nämlich noch, siehst du? Aha. Zack. Noch einmal ein paar Goldmünzen. Die können wir nicht mehr looten, die haben wir schon. Okay, okay, okay. Na gut. Wir gehen oben wieder zurück. Ich wollte mal kurz auf die Karte gucken. Das ist die Amanai-Höhle. Und da hinten haben wir nämlich so einen Schnellreise-Aussichtspunkt. Aber das kann sein, dass das echt Kilometer weit weg ist, vielleicht. Was haben wir denn noch für Quests? Hier, Familienzusammenführung. Das machen wir vielleicht einfach mal als nächstes. Hey, wir haben es geschafft. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Ja. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Du kannst erbeutete Plünder in jedem Geschäft verkaufen. Du kannst erbeutete Plünderei. So. Cool. Ja, da würde ich mal sagen, düsen wir mal schnell zu unserem nächsten Quest-Dingens. Es gibt hier natürlich noch jede Menge Quests, die man annehmen kann und die man machen kann. Huch! Also da gibt es jede Menge Kram, die man tun kann. Wir können auch zu dem Fragezeichen unten vielleicht nochmal hinlaufen. Ups. Da haben wir auch noch so ein goldenes Fragezeichen. Ich finde das übrigens mit dem Dings oben sehr, sehr geil gemacht. Hier mit diesem... Diese Anzeige quasi, dass du direkt instant immer wieder siehst. Lager am Korallenriff, Sperrgebiet. Oh. Das bedeutet, wir dürfen hier nicht einfach so rumlaufen, ja? Oh, das ist ein Soldat. Fuck. Okay, okay, okay. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Digga, ich bin schon weg. Alter. Lasst mich gehen, ihr Pisse. Hä, hier kommt man denn nirgendwo raus? Was soll ich machen, wenn ich hier einmal drin bin? Alter. Alter, mal die Klappe, Mann. Ich versteck mich hier vielleicht. Boah, ist das euer Ernst? Kann man hier einfach so drüber? Ach so. Ja, lol. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man da einfach so drüber latschen kann, aber okay. Das ist ja interessant. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen, das Sperrgebiet, da sollte man vielleicht nicht einfach so hingehen. Wird das einmal auf der Karte eingezeigt? Ah ja. Okay.
Ja gut, da sollten wir vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig sein. So, da vorne irgendwo. 105 Meter weit weg. Muss irgendwo dieses Schnellreiseding sein. Das würde ich gerne mal aktivieren. Einfach nur mal, um zu gucken, wie da so, was man da so machen kann. Entschuldigung. Ach, das ist hier so ein Turm. Okay, geil. Sehr, sehr geil. Und ich dachte schon, die hätten die Aussichtstürme weggelassen. Das wäre aber auch wirklich unverzeihlich gewesen, hör mal. So, zack, hier hoch. Huch. So. Oh yeah, baby. On top of the world. On top of the world. Yeah. Okay, was kann ich jetzt machen? Ah. Yeah. Wir haben gerade unseren ersten Schnellreisepunkt hier aktiviert. Sehr, sehr nice. Hier haben wir einen Weber. Eiseschmiede. Wir können da auch mal kurz hingehen. Einfach, weil mich interessiert würde. Hui! Der Adlersprung. Aber was habe ich den vermisst, hör mal. Was habe ich den vermisst? So lange ist schon wieder her. Ist jetzt tatsächlich 2 Jahre her, ne? 2 fucking Jahre. Vor 2 fucking Jahren kam das letzte Assassin's Creed raus. Krass. Das ist, wie schnell die Zeit jetzt doch vergangen ist irgendwie. So, pass mal auf. Wir haben hier bei dem Schmiedetypen, hier bei dem... Oh, hat kaum wehgetan. Der Schmerz ist nichts gegen das, was ihr erleiden musstet. Bayek! Oh ja, warte mal. Unser Magi! Du bist zurück! Moin! Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten! Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Benipir sagte, die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Chitche-Lager.